Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist in zunehmendem Maße vom bewussten Umgang mit Energie geprägt. Kostendruck im Unternehmen und der Gesetzgeber verlangen nach Energieeinsparung in allen Bereichen. Aus ökologischer Sicht ist die große Herausforderung der Energiewende zum einen, dass sich in den nächsten Jahren der Energiebedarf verdoppeln wird, aber gleichzeitig die CO2-Emissionen halbiert werden müssen. Die Politik fördert bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung. Eine besonders lukrative Regelung ist, dass Unternehmen des produzierenden Gewerbes künftig für die Einführung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems eine Ermäßigung bei der Stromsteuer erhalten werden. Die Norm ISO 50001 beschreibt eine systematische Methode zur kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz und basiert auf einem betrieblichen Energiemanagementsystem. Siemens bietet mit den Messgeräten 7KM KT-PAK, der Energiemonitoring-Software PowerManager und den kommunikationsfähigen MCCBs 3VL und ACBs 3WL aus der Systemfamilie Zentron ein perfekt abgestimmtes System zur Einführung eines betrieblichen Energiemanagements gemäß ISO 50001. Der TÜV Rheinland bestätigte dies im Jahr 2012 erneut in einer Konformitätsbescheinigung. Anhand der systematischen Erfassung und Auswertung der Energieverbrauchsdaten wird die kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz innerhalb eines Unternehmens überhaupt erst möglich. Aus den erfassten Energie- und Netzqualitätswerten lassen sich Einsparpotenziale bestimmen und Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Unternehmen sind dadurch in der Lage, den Energieverbrauch nachhaltig zu senken und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. In den letzten Jahren hat gerade die Kenntnis der Netzqualität an Bedeutung gewonnen. Zu hohe Netzrückwirkungen führen zu schnellerem Verschleiß sämtlicher elektrischer Energieverteilungskomponenten und den daran angeschlossenen Verbrauchern bis hin zu Produktionsausfällen. Unsere Messgeräte 7KM PAK 4200 geben detaillierte Hinweise auf unzureichende Netzqualität und ermöglichen Maßnahmen zur Behebung von Netzproblemen. Dies führt zur Vermeidung von Produktionsausfällen und längeren Lebenszeiten der Betriebsmittel. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Energieeffizienz in Unternehmen mit einem Energiemanagementsystem bis zu 20% höher liegen als bei einem Unternehmen ohne Energiemanagementsystem.